mal wieder soweit. Wir können uns endlich mal wieder live treffen. Und zwar diesen Samstag am 25. Mai 2024 in Ingolstadt im Westpark Center. Ab 13 Uhr könnt ihr mich treffen. Dort findet ein riesiges Meet and Greet statt, Leute. Wir können zusammen Bilder machen. Ich kann euch Autogramme geben. Es gibt einfach mal gratis Paulberger Limo für alle. Und zwar die neue Sorte. Kommt auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich auf euch, Leute. Let's go. Mit jedem Kill bekomme ich ein krasseres Brawl Stars Auto. Let's go. Ich muss leider sagen, ich habe von ihr mehr erwartet, Stani. Nein, chillt da oben auf dem großen Gebäude. Ich weiß doch, dass du da bist, kleine Ente. Hey, und Leute, Crymax hier. Was geht ab mit Paul Berger? Heute gibt's mal wieder eine GTA 5 Special Hunter Episode. Und heute mit dabei, Ente, was geht? Brawl Stars! Ja, dann ist da noch Burrito Kopf, Stani. Wir Brawl Stars! Wo sind deine Beine, Stani? Hier, okay, dann ist da noch Ananas Kopf MBK. Ich bin auch Stani. Und Blaze. Für Fortnite. Und Blackjack ist auch mit dabei. Hallo. Digga, hörst du deinen Song oder was? Soll ich den anmachen? Okay. Nein, nein, nein. Alles gut, recht. Ich starte auf jeden Fall erstmal mit Shelly mit meinem Level 1 Loop Auto. Und mit jedem YouTuber, den ich erledige, bekomme ich ein Brawl Stars Auto Upgrade. Aber natürlich dürft ihr erstmal euer Fahrzeug spawnen. Und zwar jeder von euch darf 3 random Vehicles spawnen. Endeffekt an, let's go! Let's go! Außerdem habe ich natürlich einen Toggle Pro YouTuber, den ich benutzen darf. Okay, so ein Dodge Charger. Okay, ein Future Fake BMW. Und ein Panzer. Der Panzer ist natürlich nicht erlaubt, du darfst nochmal spawnen. Und einen Fake Porsche. Okay, Ente, was nimmst du? Ich glaube, ich nehme den Dodge. Okay, Ente nimmt den Dodge, dann darfst du dich jetzt schon mal verstecken. Let's go. Und dann machen wir weiter mit Stanislav Klose. So, ich werde jetzt erstmal ein OP-Auto holen. Ah, ja, nein, ey, bitte nicht. Bitte nicht, Bro. Nein. Bro, er spawnt. Oh, wow. Willst du noch weiter ein Auto spawnen, oder? Ja, ich will nein, noch weiter. Nein, er spawnt direkt den Urus 6x6. Nein. Ja, okay, Flugmotorrad zählt nicht. Ein Police Car, eher weniger krass. Und ich sag ehrlich, Stani, der ist OP, den würde ich nehmen. Aber der Urus ist krass, ich sag dir ehrlich. Der Urus ist schon sehr krass. Okay, Stani, auch du darfst losblitzen. Ah, Leute, das ist nicht gut. Dann machen wir weiter mit Blaze. Okay, komm, let's go. Einmal. Okay. Oh, ja, der ist super, Blaze. Boah. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob der... Ja, okay. Und... Ja, Bro, das ist es. Das ist es, das Couchmobil. Okay, Blaze, welches Auto wirst du nehmen? Ich nehme den Beamer. Okay, er nimmt den Beamer. Dann machen wir Ananaskopf MBK. Du darfst dein Auto wählen. Guck mal, ich bin gut, was sowas angeht. Aber ich denke, jetzt ein OP-A. Ja, weiß ich nicht, ob der so OP ist. Schlecht. Okay. Ein Fake Range Rover, auch nicht so wild. Oder... Das ist doch okay. Sehr gut. Aventador SVJ. Ah. Ich glaube, das ist das Beste, was du gespawnt hast. Ich glaube, ja. Ich nehme den auch. Tschüss. Und dann haben wir da noch Blackjack zu guter Letzt. Du darfst jetzt hier auch noch deine... Blackjack, ja, das toll, ist das Krabbenburger-Mobil. Okay, einen Fake Lambo und einen Mercedes-Tuning. Das ist aber, glaube ich, ein Drift-Auto, oder? Ja, weiß nicht. Der sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Okay, also ich nehme an, du nimmst den Mercedes. Okay, dann tschüss. Auch du darfst dich verstecken. Okay, Leute, wir starten jetzt hier mit Level 1 Shelly-Auto. Das Auto ist natürlich überhaupt nicht krass. Ich darf nur meine Pistole benutzen und wir dürfen pro YouTuber nur einmal unseren Toggle benutzen, Leute. Let's go, Leute. Ich versteck mich jetzt erstmal. Boah, der Dodge ist eigentlich schon ganz schön schnell. Warte mal. Ich muss jetzt mal erstmal was probieren, ob das klappt oder nicht. Let's go. Ich bin erstmal so, habe ich mehr Zeit. Wo flieg ich hin? Komm schon, komm schon. Oha. Ja, hier bleibe ich. Perfekt. Let's go, ich bin versteckt. Okay. Oh mein Gott, Freunde, ich habe jetzt hier so ein BMW, aber der lässt sich wirklich super, super schlecht fahren. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir hier überhaupt weit kommen werden. Aber ich habe eine Idee, Freunde. Ich fahre jetzt hier in dem Parkhaus nach oben und ich habe den Jump einmal bei Amir gesehen. Ich hoffe, der funktioniert jetzt überhaupt. Und zwar von hier aus darüber aufs andere Dach. Und das war sogar zu weit. Und let's go. Ja. Oh mein Gott, okay. Die Frage ist nur, wie komme ich hier runter? Ich glaube, hier über die Treppe. Ich glaube, irgendwie über die Treppe kann ich das probieren und schaffen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur nicht, Max kommt dann gleich
und schießt mich von da oben ab, weil dann muss ich mich hier hinter verstecken. Aber ich denke mal, über die Treppen kann ich verschwinden. Ansonsten habe ich wirklich ein großes Problem, Freunde. So, Leute, und ich will mich hier drinnen verstecken. So. Boah, das wird so ehrenlos, Leute. Das wird so ehrenlos. Und dann werde ich hier jetzt noch Büsche spawnen. Pass mal auf. Ich werde jetzt hier alles voller Büsche noch vorspawnen. Oh mein Gott, ich bin so ehrenlos, Leute. Also das ist schon wieder... Oh Gottes Willen, Bro. Der Arme, Leute. Der Arme. Guckt euch das an. Er wird mich niemals finden, Leute. Er wird mich niemals finden. Und wenn er kommt, Leute, ich werde ihn komplett wegrammen. Warte mal, sieht man mich jetzt? Warte mal. Ey, man sieht mich ja noch. Oh mein Gott, warte mal, ich muss hier unten noch ein bisschen blazen. Und das Krasse ist wirklich, Leute, wenn er jetzt kommt, ich werde hier rausfahren und werde ihn komplett wegrammen. Und er wird mich gar nicht sehen. Er wird mich nicht mal sehen, Junge. Leute, ich bin mir sicher, wir werden heute auf jeden Fall gewinnen, weil, Leute, ich habe hier die neue Paul Berger Limo am Start. Ah, let's go! Okay, Leute, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Mir egal, ob die anderen jetzt versteckt sind oder nicht. Also sind noch nicht alle unmuted, aber ich fange jetzt einfach mal bei Blackjack an, weil der ist auf jeden Fall schon ready, wenn ich das hier richtig sehe. Wir dürfen bei jedem hier einmal das GPS-Signal orten. Und unser erstes Auto ist hier natürlich kompletter Müll. Blackjack ist 3,8 Kilometer entfernt. Wir fahren da jetzt direkt mal hin, Leute. Let's go! Ach, Blackjack, wo chillst du denn da? Ich sehe dich. Aha, da bist du doch oben auf dem Hotel drauf, ha? Ja. Chillt da jemand auf dem Hotel? Oh, Leute, das könnte richtig schwer sein, hier mit unserem ersten Bummi-Auto da oben zu landen. Also, ich sag ehrlich, mein Gott. Ah, Leute, er hat den Jump hier genommen. Okay, alles gut. Okay, Blackjack, ich weiß schon, wie du das geschafft hast. Oh, kriegt da jemand jetzt schon Schüsse ab, ha? Kriegt da jetzt schon jemand Schüsse ab, Blackjack? Wie, schießt du auf mich? Ja, dann verstecke ich mich wieder. Oh, warte mal, die Schüsse kommen nicht an. Gut, Leute, ich glaube, es geht nicht anders. Führt kein Weg dran vorbei, dass wir diesen Jump hier machen müssen. Ich hoffe, dass wir mit unserem kleinen Level 1 Shelly Bummi Auto den Jump hier überhaupt jetzt schon schaffen. Let's go! Oha! Nein. Okay, warte, komm nochmal. Okay, Leute, das wird auf jeden Fall richtig schwer werden. Hier den. Nein! Oh mein Gott, weggedriftet. Ey, Junge, das ist voll schwer hier mit Anlauf. Der Mercedes hat tatsächlich gutes Handling. Also der klebt gut auf der Straße, deswegen geht es da relativ easy. Das war dein Glück, Junge! Nein! Oh mein Gott. Leute, ich vermute irgendwie fast, mein Auto ist zu langsam. Vielleicht muss ich doch erst einen anderen YouTuber jagen, dass ich mit einem besseren Upgrade nochmal komme. Fühl dich nicht zu sicher da oben, Blackjack. Warte mal, kann ich da... Ich glaube, einen anderen Weg da hochzukommen gibt's nicht, Leute. Wir brauchen erst ein besseres Auto. Let's go. Okay, ich habe jetzt hier mal das GPS-Signal von Blaze geortet. 1,2 Kilometer ist er von mir entfernt. Da fahren wir jetzt mal hin und ich hoffe, dass wir den erwischen, Leute. Let's go. Ach, Blaze, Junge. Max, du Bummi. Ah, na komm. Bro, den Jump habe ich doch schon, Bro, den habe ich schon 300 Mal gemacht hier. Du hast den Parkhaus-Jump genommen, ne? Ja. So, dachte ich mir doch. Ach, Blaze. Guck mal, Leute, da sieht man den sogar schon gleich. Na komm, schieß doch. Nee, du, alles gut. Fahr mal mit deinem Bummi-Auto da hoch. Ja. Bro, für dich reicht auch mein Level 1-Mobil. Ja, schieß doch. Mach dir mal keine Sorgen. Ah, gut, okay. Blaze hier sehr frech. Da am Headglitch. Ja, ich bin ein Headglitcher, Bro. Nein! Oh mein Gott. Ja, ne? Knapp daneben ist auch vorbei. Okay, Leute, ein bisschen mehr Schwung brauchen wir. Ey, Leute, wir brauchen echt unbedingt ein besseres Auto-Upgrade. Mit dem kleinen Bummi-Mobil schafft man hier gefühlt gar nichts. Nein! Oh mein Gott, wie knapp. Also, so, Max, mein Tipp, du musst hier genauso nach rechts lenken, wie du bei meinem Jump nach links fahren musst. Oh. Alter, das... Gar nicht so schlecht, ne? Ich glaube, da habe ich deinen Toggle, Max. Nein. Ja, und wie kommst du jetzt hier runter, hä? Ja, daran hast du nicht gedacht. Oh Gott, ist er lost, Leute. Ist er lost, Leute? Warte, doch. Kommst du etwa nicht runter? Doch, warte, hier die Treppen. Ja, ich glaube nämlich nicht, dass du hier runterkommst. Warum kommt man da nicht runter? Nee, Digga, das geht nicht. So, Blaze, willst du auch? Headshot. Das kann nicht sein. Ich habe das vorhin ausprobiert. Oh Gott, wie schlecht, Bro. Ey, das hast du niemals ausprobiert. Wie willst du denn hier über den Rand runterkommen? Hier, danke. Lern erstmal gerade auslaufen. So, Leute, danke schön, Blaze. Das ist mein erstes Upgrade. Let's go. Wow, Leute, was? Okay, Stufe 2. Wir sind einfach Colt geworden, Leute. Und mit Colt haben wir einfach hier so eine krasse S-Klasse.
S-Klasse bekommen. Ich glaube, das Fahrzeug ist auf jeden Fall schon mal besser als das Bummimobil von Shelly. Wow, erstmal schön hier runter. Und ich glaube, Leute, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das nochmal bei Blackjack zu probieren, Leute. Let's go. So, Blackjack. Ha? Ach, bist du wieder zurückgekommen? Fühlst du dich immer noch so sicher da? Ja. Oh Gott, oh, außerdem mit falscher Waffe geschossen. Tut mir leid. So, ich habe jetzt hier eine S-Klasse, Junge. Na, dann probier mal dein Glück. Kann ich dich nicht von hier auch schon abschießen? Nein. Kommen da keine Schüsse bei dir an? Nein. Oha, okay, okay. Oh, Leute, ich hoffe, die S-Klasse schafft es jetzt rüber zu Blackjack. Oh, bitte, 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 bitte. Okay, okay, wir schaffen es auf jeden Fall rüber. Ich muss nur mehr eindrehen, aber ich werde es rüber schaffen. Ich werde es auf jeden Fall zu Blackjack rüber schaffen. Ich glaube nämlich auch, wenn ich das richtig gesehen habe, dass man da auch nicht so gut von deinem Dach runterkommt. Kann das sein? Bist du etwa auch gefangen auf deinem Dach? Nee, nee, hier gibt es eine Möglichkeit. Ah, die überlegen sich alle nämlich nicht die Fluchtroute, die kleinen Amateure hier. Doch, doch. So, zack. Und jetzt nochmal, Leute. Oh. Nein, 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 nein. Oh Mann, ich muss noch mehr einlenken. Das ist echt gar nicht mal so einfach, der Jump hier, Leute. Weil, oh Gott, ich glaube, jetzt schaffen wir es. Nein, nein, nein! Ey! Habe ich deinen Toggle wenigstens mitgenommen? Bro, nein. Ey, der Jump ist so schwer, weil man wird so nach rechts gedrückt, aber man muss voll links einlenken. Okay, Blackjack, an deiner Stelle, wenn du einen Tipp willst, fahr einfach ein bisschen langsamer. Dein Auto ist so schnell, das schafft es trotzdem. Okay, okay, ja. Das ist vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Tipp hier gewesen. Blackjack hier Tipps, dann kriegt er dich doch, hä? Ja, alles gut. Blackjack ist halt ein Ehrenmann, nicht wie du. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 ich hab meinen Toggle weg. Nein, 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 nein. Nein, sag mir nicht, du hast es runtergeschafft. Er hat irgendeinen Trick gehabt, um runterzukommen. Nein, sag mir nicht, du hast es runtergeschafft. Klar. Von der F2 gedrückt. Leute, nein, er ist so weg.de. Okay, Leute, das ist gut. Ich glaube, er denkt wirklich, mein Toggle ist weg. Das war auch echt gerade Glück, sage ich ehrlich. Das war Glück, dass mein Toggle nicht weg ist. So, wir schaffen es runter. Und jetzt können wir ihn nämlich perfekt verfolgen. Du, Blackjack, nur eine kleine Info. Mein Toggle ist doch nicht ausgelöst worden. Wie jetzt? Er ist nicht weg. Du hackst. Bro, er ist nicht weggegangen. Sieht man alles bei der Aufnahme. Also freu dich bitte nicht zu früh. Mann, ey, warum hätte ich das vorher gewusst, wäre ich dir nochmal reingefahren. Ja, ja, deswegen habe ich es dir nicht gesagt. Oh Gott, okay, er haut hier ab aus der Stadt. Ach, Blackjack, abhauen bringt doch nichts, mein Freund. Doch, doch, jetzt geht es einfach darum, wer fahren kann. Bro, das Ding ist, du kannst von mir so lange wegfahren, wie du willst. Ich sehe doch eh immer wieder deinen Toggle. Ach stimmt, du hast ja gar kein Zeitlimit, oder? Ja, nein, ich habe kein Zeitlimit. Du schaffst es nur, wenn du meinen Toggle wegkriegst und schaffst zu entkommen. Oh, das war knapp, Blackjack. Du ein Glück, ey. Das war vielleicht knapp, Blackjack. Oh, hast du mich etwa wieder nicht erwischt, Blacky? Alles gut. Da ist er, Leute. Er haut ab, er haut ab, er haut ab. Ey, Bro, wo fährt er hin? Ey, also Blackjack macht's mir hier auch gerade. Oh Gott, warte, warte, er fährt zurück, er fährt zurück, er fährt zurück. Gottes Willen. Oh, Leute, Leute, Leute. Hört uns kurz. Er darf natürlich nicht wissen. Er darf hier nicht unsere Tactics hören. Ich sehe ihn natürlich immer wieder auf der Karte. Und ich weiß, er will auf jeden Fall, dass ich ihn berühre. Er will mein GPS-Signal einmal auslösen. Guck mal, da vorne ist er. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Der kleine Eklige. Der kleine Eklige. Er wartet da. Er wartet da um die Ecke. So, zack, und jetzt hinterher, jetzt hinterher. Schön, er muss schön vor mir wegfahren. Das ist gut, Blackjack. Ach ja, komm doch her, Junge. So, jetzt gehörst du mir. Jetzt gehörst du mir. Ach, er macht wieder einen Jump. Okay, okay, mach deinen Jump, Bro. Oh, ja, perfekt, perfekt, perfekt. Oh, oh, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Ich darf ihn nur nicht an mich ranlassen, dann ist alles gut. Wenn ich ihn nicht an mich ranlasse, alles gut. Irgendwann wird sein Auto zerstören, irgendwann wird sein Auto zerstören. Oh, Gott, er crasht, er crasht, er crasht. Nein, 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 nein. Jetzt jagt er mir hinterher, hä? Nein! Oh mein Gott. Hä? Mein GPS ist trotzdem nicht weg. Bro, okay, kein Plan, warum. Okay, okay, ich glaube, er denkt jetzt, dass er es ausgelöst hat. Oh, 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 oh. Bro, Bro, gib ihm bitte. Ach, ey, ich muss ihm mal Headshot drücken. Ich muss ihm unbedingt einen Header drücken. Nein, nein, nein. Ja! So, Blackjack, jetzt ist es aus für dich. Dankeschön. Und somit, Leute, kriegen wir unser nächstes Brawl Stars Upgrade in 3, 2, 1. Let's go! Oh mein Gott, Leute, was? Wir haben El Primo bekommen. Und was ist das hier für ein Auto? Guck mal, sogar mit so Trophäen drauf.
Okay, das ist das 1000 Trophäen El Primo Auto hier, oder was? Boah, aber das ist krass. Ich glaube, das ist krass, Leute. Das ist richtig schnell. Wow. Okay, damit können wir die anderen richtig hops nehmen jetzt. Mal gucken, zu wem wir als nächstes fahren. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde es als nächstes mal... Wer hatte denn ein schlechtes Auto? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, MBKs Auto war auch nicht so gut. Wir probieren es mal bei MBK, Leute. Ach, MBK. Wo bist du denn schon wieder versteckt? Ach. Maximilian Pech. Warte, wo ist der? Oh, warte mal. Kann man hier reinfahren? Ah, warte mal, hier gibt's doch diese Garage, wo man reinfahren kann. Das ist doch hier so Interieur. Hä? Nee, warte. Nein, er ist auf der anderen Seite, er ist auf der anderen Seite. Da auf der anderen Seite war auch noch eine Garage. Ich bin leider... Digga, ich bin gerade runtergerutscht, ne? Was? Oh, was? LOL, Gott. Er war da oben drauf, oder was? Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie lost, Bro. Ja, das Ding ist... So, ja, MBK. Jetzt will er hier einen kleinen Jumper machen. Okay, sehr interessant. Oh. Nein, niemals. Niemals direkt zu Anfang der Runde, Bro. Niemals, niemals, niemals. Gar kein Stress, gar kein Stress, nein. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Nein, 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 nein. Mein Auto ist vorher wie nachher. Nee, hat es Sinn ergeben? Ich weiß es nicht. Ich bin weg. Tschüss, Bro. Nein, nein, nein. Oh Gott, er ist weg. Oh mein Gott. Oh Gott, er ist weg, Leute, nein. Nein, 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 nein. Ich hab nach hinten geguckt, ne, du kleiner Lügner. Nein, 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 nein. Ist Bro, mein Auto ist so, es ist so krass. So, Bro, verliert da jemand schon Öl, kleiner MBK? Hey, oh nein. Bro, weißt du was, El Primo? Ich mach auf El Primo-Style. Bam, boxe ich dich nämlich weg. Junge, gar nichts hast du hier. So. Ich mach auf, El Primo-Style ins Wasser mache ich mit dir hier. So, oh ja? Gott, Leute, ich muss aufpassen, dass der mir jetzt hier nicht wirklich noch abhaut. So, alle aus dem Weg hier. Ich muss hier... Nee, 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 nee. Also, das ist eine Frage der Zeit. Ja, Bro, sein Auto ist wirklich, Gott sei Dank, übelster Müll. Das ist auch total verbuggt. Das sieht irgendwie immer nach einem anderen Auto aus. Und erst, wenn ich näher komme, sehe ich diesen Aventador. Also, das ist ein richtiges Müllmod-Auto hier. So, ich bin oh weg, mein Max. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Ey, darf ich entkommen? Hä? Bro, ich habe gerade einen Bug. Ich kann aus meinem Auto nicht mehr rausschießen. Hä? Hä? Was ist das denn? Bro, das tut mir natürlich leid. Ich kann nicht mehr schießen. Okay, okay, Leute. Das heißt, wir müssen ihn anders zerstören. Ich brenne meine Reifen trotzdem. Bam! Boom! Okay. Ich bin weg. Nein. Ich bin oh mein Gott, er fliegt ins Wasser. Bro, MBK, du bist einfach baden gegangen, Junge. Aber man muss auch dazu sagen, MBK hat auch wirklich leider diesmal kein gutes Auto gehabt. Aber ihn haben wir auf jeden Fall auch zerstört. Und damit kriegen wir das nächste Brawl Stars Upgrade in 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, Leute, was? Wir haben jetzt einfach Brock bekommen und Brock hat irgendeine krasse Polizeikorvette hier, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, das ist ein OP-Auto, wie schnell das Ding ist. Okay, Leute, so langsam gefallen mir hier die Autos. Jetzt haben wir nur noch Ento und Stani übrig. Wisst ihr was? Lass doch mal unseren guten alten Kumpel Stani das GPS-Signal orten. 6,4 Kilometer ist er entfernt. Okay, ich würde sagen, Leute, wir fahren mal schnell rüber zu Stani. Let's go, Freunde. Hä, Stani, wo bist du denn versteckt? Bro, sag ich dir nicht. Bro, Stani ist, Leute, Stani ist einfach irgendwo in den Bergen oder so da oben. Okay. Ja, ich bin auf dem Berg, Bro. Das ist auch mal eine ganz... Oder, nee, warte mal, ist das diese Höhle? Ist das diese OG Secret Location, diese Höhle? Nee, ich bin auf dem Berg, Bro. Okay. Nein, 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 ich erkenne das an dem Fluss. Bro, 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 Bro. Er will wahrscheinlich, dass ich vor diese Höhleneingang fahre, dann mein Toggle, mein GPS-Signal wegmachen und dann durchziehen. Nee. Ach, Stani, Bro. Stani, Stani. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier gerade spielst, Bro. Ich bin GTA-Ochi. Welchen Brawler bist du denn gerade? Ich bin gerade Brock. Aha. Boah, das ist aber auch eklig, weil ich kann dich hier nicht abschießen, dann muss ich davor stehen und dann kann ich mir meinen Toggle wegnehmen. Aha. Das ist wirklich eklig, Bro. Das ist hier wirklich eine ganz eklige Taktik. Ach, du Heilige. Ja, Bro, ich versuche eigentlich... Alter, Klappe, Junge. Ich versuche eigentlich korrekt zu spielen. Ich muss halt jetzt echt nur gucken, wie ich es mache. Aber Brock hat doch auch Raketenwerfer. Ja, Brock hat Raketen, das stimmt. Ey, Leute, warte mal, ich sehe doch aber da sein gelbes Auto. Ah, Stani, kriegst du schon platte Reifen oder was, hä? Nee. Kriegst du schon platte Reifen? Oh mein Gott, da kommt er. Oh mein Gott, er darf mein Toggle nicht... Er darf mein Toggle nicht kriegen. Du ekliger. Abhaut vor mir. Du kleiner, ekliger Stani.
Oh mein Gott, er ist, Max, er ist so an mir dran, er ist so an mir dran, er ist so an mir dran. Er ist so eine Lachnummer, Bro. Was? Das ist so Fall, dass du ihn fängst, ne? Ja, ich weiß, aber er will doch meinen Toggle holen. Ich spiele hier auf Taktik. Ich spiele auf Taktik. Ich brauche keine Tipps hier. Ja, okay, okay, okay. Leute, so, wir muten uns mal. Wir muten uns mal. Das Gute ist, jetzt ist er schon mal aus seinem ekligen Versteck raus. Jetzt müssen wir ihn nur noch jagen. Stani hat natürlich ein OP-Auto, aber ich habe auch ein ganz gutes Kfz. Warte mal, er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder. Er darf nur nicht an mich dran, er darf nur nicht an mich dran. Zack, 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 ich schieße ihn platten. Ja, Mann! Ja, Mann! Guck mal, wie er da hängt! So, oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ah, ich habe aber den Toggle noch, ich habe den Toggle noch. Ich werde es mir jetzt aber nicht anmerken lassen, dass ich den Toggle noch habe. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, wir müssen dranbleiben, wir müssen dranbleiben. Bist du gerade im Wasser gelandet? Ich bin weg, Bro, ich bin weg, die. Bro, ich sehe, dass du da im Wasser liegst, Bro. Digga. Bro, ich lebe doch. Bist du schlecht, so. Ey, Bro, was ist das denn? Zack, er fliegt ein. Leute, was soll ich dazu sagen? Also, sorry, Stani, aber das war... Ich muss leider sagen, ich habe von dir mehr erwartet, Stani. Ich habe von dir mehr erwartet. Bro, du hast alle meine Reifen kaputt geschossen. Was willst du? Ja, gut, Leute. Wir haben Stani erwischt und damit kriegen wir schon wieder das nächste Brawl Stars Upgrade in 3, 2, 1. Let's go! Oh mein Gott, Leute. Wir haben einfach das letzte Brawl Stars Upgrade. Wir sind einfach Nita geworden und haben ein richtig krasses OP-Auto, Junge. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Das Nita OP RGB Rainbow Auto und es fehlt uns auch nur noch ein YouTuber und zwar der Enten-Emil, Leute. So, Toggle GPS, wo ist er? 3,6 Kilometer entfernt. Ich würde sagen, da flitzen wir einfach mal kurz rüber. Leute, mein Auto ist so schnell. Oh mein Gott, das Auto ist gefühlt schon zu OP. Also ich glaube, Ente, ich glaube, das war's für dich. Die kleine Ente wird jetzt auch noch zerstört, Leute. Ab geht's zu ihm rüber. Let's go. Oh mein Gott, Leute, er chillt da oben auf dem großen Gebäude. Ey, du kleine, eklige Ente. Hey, Max, was geht? Komm doch hoch. Deine Enten können doch gar nicht so hoch fliegen. Doch, natürlich. Ah, gut. Oh, ich sag immer, wer hoch fliegt, fällt auch tief. Ja, das stimmt, Stani. Weise Worte von Stani hier. So, da müssen wir natürlich... Ich weiß auch genau, welchen Jump er hier gemacht hat. Das ist natürlich der hier. Die Frage ist jetzt nur... Wobei, wir haben auch ein schnelles Auto. So, wir haben auch ein schnelles Auto. Müssten wir eigentlich auch schaffen... Ah, Gott, nee. Nee, Leute, das war nix. Und du hast das da hochgeschafft, Ente. Ja, ja, ich hab das ganz hoch aufs Gebäude geschafft. Oh, nein, 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 nein. Doch, Leute, ich bleib da jedes Mal in dieser Bodenwelle hängen. Ich muss da anders fahren, ich muss anders fahren. Okay, Ente, so, dann machen wir es halt ein bisschen anders. Fühl dich bitte nicht zu sicher da oben, ja? Ich chill gerade mit MBK. Wie, MBK ist auch da? Ja, wir haben jetzt so voll Blackjack gerade die ganze Zeit rauf und runter. Alter, ist da oben der Loser-Club oder warum chillt ihr da beide oben? Na, wir chillen ja, deswegen, dass ihr dazukommt. Ah, okay, okay. Jetzt wird Ente auch noch frech, Leute. Gut, wir müssen den Jump nochmal probieren. Wow, oh mein Gott. Oh mein Gott, Ente, wir kommen. Hä? Wohin? Oh, nein, nein, wir fallen runter. Hä? Warte mal, was bin ich jetzt? Er war... Oh, ist er überhaupt da oben auf dem Dach? Ich habe den da gerade gar nicht gesehen. Hä, hast du mich nicht gesehen? Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, Ente, du kleiner Ekliger. Du was kleiner Ekliger. Aha, Leute, ich glaube, der ist gar nicht ganz oben auf dem Dach. Ich glaube, du bist da nämlich nur auf einem Vordach gelandet, weil du den ganz großen Jump nämlich gar nicht geschafft hast. Ich weiß gar nicht mal, wie der Große geht. Ja. Da ist er. Okay, okay, alles klar. Alles klar, Ente. So, ich weiß, wo er ist. Jetzt müssen wir natürlich nur noch den Jump da hinschaffen, Leute. Okay, Leute, wir werden jetzt hier einfach unsere Rainbow Power aktivieren. Mit Vollspeed, let's go! Oh nein, okay, okay. Ich glaube, so schaffen wir den Jump nicht. Wie hat der das denn da hochgeschafft, Leute? Also, ich weiß, wo er auf dem... Also, ich weiß dieses Vordach, wo er da ist. Die Frage ist nur... Ja, ja, ja. Boah, Ente nimmt sich so hoch, Leute. Er fühlt sich schlau. Ente nimmt dich so hoch, Bro. Nein, nein, nein. Okay, 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 wir müssen es anders machen. Wir müssen es anders machen. Wir machen doch wieder den Hauptjump, wie wir es gerade eben gemacht haben. Und wenn wir dann auf dem ganz großen Dach sind, dann springen wir einfach runter auf sein kleines Schmalspurdach. Ich sag nur, Bro, wenn du wüsstest, was Ente mit dir macht, du ehrenlos. Nein, nein, nein. Man muss auch einfach sagen, Ente in letzter Zeit hier richtiger Profi geworden, was seine Jumps angeht. Aber, oh... Nein, Leute. Och, ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht jetzt. Och, Mann. Ey, Leute, ich habe das jetzt hier, glaube ich, schon 30 Mal versucht, diesen Jump. Es ist wirklich so schwer. Komm, komm, komm. Ich schlafe
Nein, jetzt fliege ich wieder zu weit, jetzt fliege ich wieder zu weit. Da unten auf diesem Vordach ist er. Da unten auf dem Vordach ist er, aber... Warte mal. Warte mal, warte mal. Auf der Straße, wo ich gerade bin. Ente, Ente, Ente. Guck mal, da ist er doch. Da ist er, da versteckt er sich doch. Hinter der Lüftung. Nein, da bin ich gar nicht. Ich hab dich doch gerade da gesehen, Ente. Wo denn? Ich weiß doch, dass du da bist, kleine Ente. Nein, bin ich gar nicht. Aha. Aha, Ente. Na, bist du etwa zu groß, um dich hinter der ganzen Klimaanlage zu verstecken? Vielleicht. Die Klimaanlage ist ein bisschen klein. Oh, oh. Aha, hab ich Ente, dir schon Platten? Ich mag nicht rausfahren. Nee, bitte. Bleib doch da. Alles gut, bleib doch da. Ich schieße einfach so lange auf dein Auto, bis du anfängst zu rennen. Er ist da oben. Fahr doch runter. Er ist oben. Da. Ach, Ente, so können wir das von mir aus auch gerne beenden. Oh, nein, das war dein. Nein, guck nein, dir nein, das an. Nein, er kommt da, oh, er kommt da gar nicht mehr runter. Er kommt das da gar nicht mehr runter. Ach, kleine Ente. Dann verstecke ich mich jetzt wieder. Oh Mann, ey. Weißt du was, Ente? Von mir aus darfst du kurz runterfahren und du darfst kurz wegfahren. Ich darf wegfahren? Ich lass dich sogar kurz wegfahren, weil ich's fair machen will. Ente, du bist draufgelandet bei ihm. Okay, ich könnte jetzt auch schon schießen, aber ich habe gesagt, er kriegt kurz Vorsprung. So, du darfst kurz wegfahren. Er hat gesagt, ich krieg Vorsprung. So, ich halte natürlich, ich halte mich an meine Regeln. Ah, Bro, ich halte mich aber nicht an meine Regeln. Digga, du Ekliger, er will meinen GPS wegtoggeln. Also, dass du dich nicht schämst, Ente. Dass du dich nicht schämst. Okay, okay, so willst du spielen, ha? So ja, willst du so spielen. Spielen wir. Okay, okay, er will hier unbedingt sein Geld gewinnen heute. So, Ente. Ente, nimm die Rampe. Also, ich würde sagen, Ente ist ab sofort vogelfrei. Wenn ihr die das Wortspiel versteht, so zack, 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 zack. Na, ist dein Auto schon matt? Hast schon ein paar Platten, hä? Ja, ein paar, zwei, drei Stück oder so. Ja, vier, fünf. MBK, verlass nicht mein Auto, bitte. Ich bin auch aus dem Auto rausgekommen. Bro, bitte. Hey, du weißt schon, dass ich noch deinen Toggle hab? Ich weiß, aber du fängst mich trotzdem nicht. Aha, okay, weiß ich nicht. Also ich will jemanden switchen, aber er hat nur noch zwei Reifen. Und Chump auch noch reingechoked. Ente, das war's. Ente, das war's gewesen. Oh, er hat mein Toggle wirklich weg. Er hat mein Toggle wirklich weg, aber Bro, dein Auto ist matsch, da geht nichts mehr. Oh, Ente, du bist Müll. Das war's für dich gewesen, kleine Ente. Komm schon, geh auf, geh auf, geh auf. So, zack, dein Auto brennt auch schon. Nein, ich glaube, die Brawl Stars Autos haben heute gewonnen. Ja, die waren auch okay. Waren auch OP, Stani, du bist einfach nur ins Wasser gefahren, du hattest selbst ein OP-Auto. Ja, Juri, du bist, Juri, dein Auto war übel schnell, was redest du? Nein, oh! Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Nita-Auto dreht richtig durch, Leute, let's go! Er hat nicht mal mehr Reifen, bitte! Er hat nicht mal mehr Reifen, die kleine Ente. Die kleine Ente, kannst du nicht mal mehr geradeaus fahren, hä? Oh, oh, wird jetzt aus dir eine kleine frittierte Ente gemacht, oder hast was? Hast du Brawl Stars Feuerlöscher dabei? Nein, habe ich zufälligerweise nicht dabei, kleine was Frittierente. Ist das da vorne? Oh, und so, zack. Nein. Und somit haben wir auch den letzten YouTuber ausgeschaltet. Leute, das war die Brawl Stars Hunter Episode. Lasst natürlich immer gerne ein Like und ein Abo da. Und da würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crybax.